Hallo ihr Lieben, kurz vor Ende des Wochenendes möchte ich gerne noch was mit euch teilen. Und zwar habe ich ja einen neuen Swap-Partner, eine neue Swap-Partnerin. Und zwar die liebe Susanne hier. Ich weiß gar nicht, ob sie einen YouTube-Channel hat. Ich glaube, YouTube ist sie nicht, aber auf jeden Fall auf Instagram. Und da postet sie auch regelmäßig Fotos. Und zwar haben wir vor einigen Tagen beschlossen, dass wir Swap-Partner werden wollen und haben uns auf ein Flipbook geeinigt. Und zwischendrin hatte sie dann noch einen Pocketletter gesehen, der ihr gefallen hatte. Den wollte sie dann auch haben. Da habe ich dann natürlich auch gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Den entsprechenden Pocketletter dazu hatte ich ja auch schon in dem Video vorgestellt. Ja, beim Hin- und Herschreiben ist dann so ein bisschen rausgekommen, dass die Susanne gern Kameras möchte oder mag. Und ich wollte ihr eigentlich eine Freude machen und habe hier einmal eine Kamera gebaut. So sieht das gute Stück aus. Ich finde, es eigentlich auch ganz gut gelungen. Auf der Rückseite werde ich wahrscheinlich noch was machen, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier habe ich natürlich einmal das Objektiv, da drin steht dann Hello. Wäre vielleicht auch ganz schön gewesen, da ein Foto reinzumachen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich zeige euch dann jetzt einfach mal, was die liebe Susanne von mir erhalten wird. Also einmal kann man das Ganze hier einfach abheben, den Deckel. Und dann kommen auch schon die tollen Sachen für Susanne zum Vorschein. Einmal wird sie einen meiner Mini-Pocketletter bekommen. Den habt ihr ja vielleicht auch schon in meinem vorherigen Video gesehen. Da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und dann haben wir hier einmal mein Flipbook. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ich finde es wirklich super süß geworden. Verwendet habe ich das Papier von Felicity Jane und das war Chloe. Das habe ich ja auch in meinem Haul noch gezeigt, beziehungsweise in meinem Subscription-Testvideo. Und ich fand das Papier so toll und da dachte ich, ja, das mache ich auf jeden Fall in meinem Flipbook direkt mal in ein tolles Projekt. So, Hi Friend habe ich vorne drauf geschrieben. Hier habe ich noch den coolen Muffin, von dem bin ich ja so begeistert, da irgendwie jedes Projekt muss momentan irgendwie einen Muffin von mir haben. Dann hatte ich hier noch so ein paar Pieces, die ich in meinem Schublädchen drin habe. Hier unten diese coolen Silberperlen auf dem Klebeband. Dann habe ich hier noch ein paar Banner und den Paper Tassel, den ich an dem Pocketletter hatte, den habe ich jetzt kurzerhand einfach hier auf so einen goldenen Papierclip drauf gemacht. So, Rückseite ist simpel, an der Seite habe ich dann hier noch so ein paar Herzchen. Ich finde die Papiere von Felicity Jane schön, da kann man wirklich bis auf den letzten kleinen Krümel alles verwenden. Das Ganze klappt einmal so auf, dann habe ich hier einmal einen kleinen Briefumschlag, den hatte ich von Stay Beautiful hier auf YouTube und hier drin habe ich dann einfach nochmal so ein paar Sticker von den Donuts, die fand ich cool. Hier habe ich noch so ein bisschen von meinen Resten verwendet und hier habe ich einmal kurz aufgeschrieben, was so gerade aktuell bei mir ist und das super tolle Papier, weswegen ich ursprünglich dieses Paper Set da gekauft habe, habe ich dann auf der Seite verwendet. Genau, hier auf der Innenseite ist dann auch wieder diese süßen Silberperlen. Hier habe ich noch einen Paperclip drauf gemacht. Bei dem ganzen Kit war ja auch eine Seite mit Stickern, die man so selber ausschneiden musste. Die habe ich dann hier in so eine kleine Tüte gemacht, mit ein bisschen Washi festgemacht. Dann kann man das selber nochmal hier rüberklappen. Da unten drunter ist nochmal einer von diesen coolen Donuts und hier so ein paar Details über mich. Das Ganze klappt dann noch einmal auf. Dann habe ich hier so ein kleines Pocket, da sind so Mini-Tags drin und hier auch noch weitere Tags. Hier habe ich meine Fragen an sie und dann halt noch einen Tag, den ich in meiner Collection hatte und hier noch einen Tag, den ich ihr gestaltet habe. Den habe ich dann einfach mal hier hinten dran gesteckt. Genau, dann hier auf der Seite habe ich noch einfach so ein paar Klebetags. Mal gucken, vielleicht packe ich noch ein bisschen was in die Tasche hier rein. Hier dann also ein paar Washi-Sample. Das hier hatte ihr so gut gefallen. Das habe ich hier dann auch so ein bisschen drauf gepackt. Natürlich ein paar Kameras und dann einmal Made with Love. Einmal hier fixiert mit einer goldenen Klammer. Und auf der Rückseite ist dann auch die gleiche Klammer nochmal zuständig, einfach um diesen Tag zu halten. Hier habe ich ihr eine kleine Nachricht geschrieben und das Ganze hier hinten dran geklebt, beziehungsweise dran gesteckt. Hier ist noch eine Tasche und da habe ich einfach noch so ein paar von den Cutterparts von dem ganzen Papier da reingepackt. So Journaling-Tags und sowas kann man ja eigentlich nie genug haben. Ja, da hoffe ich doch auf jeden Fall, dass das Ganze ihr gefallen wird. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das Flipbook an sich ist 4x6, beziehungsweise ein bisschen kleiner als 4x6, weil es in die Kamera passen muss und die Kamera ist 4x6.
packe ich so rein und werde vielleicht noch eine Kleinigkeit mit reinpacken. Ich weiß es jetzt noch nicht so genau, mal schauen. Also wir werden ja auf jeden Fall Langzeitvorpartner sein, hoffe ich doch. Also so hatten wir es auf jeden Fall jetzt mal festgehalten. Ich hoffe, dass es ihr gefällt und ich hoffe, sie freut sich über die Kamera. Ich habe mich auf jeden Fall tierisch über die Kamera gefreut, sodass ich mir auch eine basteln werde. Also falls ihr Interesse an einem Tutorial habt, lasst es mich bitte wissen. Ich würde meine Version der Kamera dann als Tutorial abfilmen. Ist eigentlich relativ schnell gemacht, simpel und sieht super aus auf dem Regal. Wenn ihr Lust habt, würde ich euch das noch zeigen. Dann habe ich hier noch zwei, drei Sachen, die ich gerne zeigen möchte. Und zwar, ja, beim Versuch der Kamera habe ich dann natürlich so ein paar Nebenprodukte erzeugt. Ich denke, ich werde hier so ein paar Washi-Halter basteln. Kann ich auch ganz kurz in einem Tutorial noch vielleicht mit einpacken, wenn ihr Interesse habt. Und dann habe ich hier noch eine weitere Sache. Und zwar habe ich hier so eine größere Box aus meiner ersten Variante der Kamera. Da sind dann hier noch so ein paar Sticker bzw. Stamps drin. Und die werde ich wahrscheinlich dann so zukünftig lagern, weil ich ja doch jetzt langsam so ein bisschen in die Stamp da reinkomme. Und dann wollte ich einfach immer das Ganze so abschneiden, dass man hinten dran dann den entsprechenden Stamp dann reinpacken kann. Finde ich eigentlich ganz schön, kann man super schön dekorieren und sieht natürlich auch super auf dem Schreibtisch aus. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich würde ich mich immer sehr über Daumen hoch freuen und ein Like oder einen Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!